Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir befinden uns im Donnerberg auf dem Weg zum Gipfel und ja, ich möchte gerne weitergehen. Donnerberg Gipfel E1. Hui, die Musik ist auch sehr dramatisch, sieht auch alles ein bisschen anders aus. So, Attacken, ich glaube, die hatte ich genau. Aber ich finde die Musik doch sehr passend, muss ich sagen. Ich habe nur großen Respekt vor dem Donnerberggipfel oder generell vom Donnerberg, wie im letzten Part schon gesagt. Kann ich hier schon werfen? Ja. Und die Pokémon hier werden mit Sicherheit nicht freundlicher. Vor allem, wenn ich nicht treffe. Komm schon. Dankeschön, meine Güte. Überhaupt keine AP-Verschwendung oder so. Noch ein Amphi. Yay. Also die Pokémon hier sind, wie gesagt, schon ganz schön böse. Oh Gott, gut, dass es auf mich ging. Ich frage mich auch, ob ich nochmal oben geheilt werde. Das weiß ich gar nicht genau. Es wäre ziemlich fies, wenn das nicht der Fall wäre. Aber ich würde dem Spiel ohne weiteres zutrauen. Ach, du hast sowieso keinen Bock auf mich. Na dann. Okay. Ich versuche auch so ein bisschen AP zu sparen, deswegen werfe ich gerne auch mal Steinchen oder so. Oh nein, Sandwirbel. Das Gute ist, wenn die Genauigkeit so stark gesenkt ist, manchmal kriegt man ja auch einen Sandwirbel nach dem nächsten ab. Steinchen treffen immer. Das ist so ein ganz großer Vorteil davon. Und ich glaube, Samen treffen auch immer. Hui! Da unten ist aber noch irgendwer, der sich aber nicht bewegt. Okay, dann kann ich mir in aller Ruhe die Items hier holen. Oh, ein Geldgummi. Geldgummi? Fast. Gelbgummi. Meine Güte. Oh, Effizienzexperte. Man muss dazu sagen, Gummis schmecken nicht jedem Pokémon gleich gut. Gelb ist natürlich besonders gut für Elektro-Pokémon geeignet. Deswegen hat es jetzt auf jeden Fall auch gelohnt. Oh, da sind wir auch schon. Ich dachte, es kommt noch eine Ebene. Wir sind am Gipfel angekommen. Hey, Zapdos, wo bist du? Wir sind hier, um Tangolist zu retten. Komm schon. Ah! Ich habe euch gewarnt. Mit Eindringlingen kenne ich keine Gnade. Ich habe überhaupt keine Angst. Hey, Zapdos, lass Tangolist frei. Wir sind ein Pokémon-Retter-Team. Ich höre große Entschlossenheit aus euren Worten. Also stellt euch meinem enormen und gerechten Zorn. Ja, nächster Bosskampf gegen Zapdos. Ich werde mal die Lebensschelle ausschalten, weil Elektroflug, hä? Da ist die Lebensschelle vielleicht nicht ganz so toll. Item-technisch habe ich auf jeden Fall noch Belebersamen und Sinelbeeren. Das richtig Blöde ist nur leider, dass sich der Partner da echt bescheiden positioniert. Das heißt, ich muss erst einen vorgehen. Also es wäre schöner, wenn ich auf der gleichen Höhe gestartet wäre. Dann hätte Zapdos nämlich auf uns zukommen müssen, aber gut. Das große Problem ist auch, Zapdos hat Erzwinger. Dementsprechend verbrauche ich doppelt so viel AP, aber ich mache auch gut Schaden. Ei. Ich spekuliere auf den Belebersamen. Oder darauf, dass ich es paralysiere. War mir jetzt doch wichtiger anzugreifen, aber da du jetzt paralysiert bist, ich liebe übrigens diese Kombination Donnerwelle, Donnerschock, wenn sie denn funktioniert, kann ich ja mal eben was essen.
Generell, Donnerwelle bei Bosskämpfen ist super, super toll. Bei Paralyse ist derbe nervig. Wie man hier vielleicht sieht. Ah, du bist befreit von der Paralyse. Na gut, aber das war trotzdem ganz gut. Und da ist die Paralyse auch wieder. Aber es hält echt einiges aus. Ich meine, klar, es ist ein Boss und es ist ein Zapdos. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich meinen Donnerschock habe, weil der macht doch ganz guten Schaden. Im Gegenzug dazu kann natürlich ein Wasser-Pokémon hier nicht so viel machen. Aber das reicht. Wunderbar. Das war doch ein sehr souveräner Bosskampf, dank der Paralyse. Was geschieht hier? Willst du noch mehr? Komm nur her. Genug. Der Kampf hat lang genug gedauert. Ich habe mich beruhigt. Nehmt Tangolist mit. Ihr Kinder, ihr habt mich beeindruckt. Aber das nächste Mal wird es nicht so einfach werden. Ich werde mich da nicht mehr zurückhalten, also seid gewappnet. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und trainieren. Und weg ist er. Seht mal, da ist Tangolist. Bist du in Ordnung? Au, ja doch. So einigermaßen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Das war spektakulär. Dass ihr Zapdos vertrieben habt. Jawohl. Für ein schüchternes Pikachu bist du äußerst stark. Ich habe es bereits bei unserer ersten Begegnung gespürt. Vielleicht. Du bist kein Pokémon, ist das nicht so? Wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht, Svenja ist kein Pokémon. Svenja ist ein Mensch. Was? Ein Mensch? Ist das möglich? Kannst du das überhaupt passieren? Svenja kann es sich auch nicht erklären. Svenja wachte eines Morgens als Pokémon auf und erinnert sich überhaupt nicht mehr daran, wie es als Mensch war. Oh, warte mal. Lombreo hat damals am Pokémon-Platz etwas erwähnt. Er sagte, Simsala wüsste alles. Simsala, hast du eine Ahnung, warum Svenja zu einem Pokémon wurde? Nein, das ist mir nicht bekannt. Oh, ich dachte, du würdest es wissen. Jedoch, es gibt einen Weg, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Oh ja, welchen denn? Begebt euch auf die Reise zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel... Dort lebt ein Pokémon, das stets in den Himmel blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es könne in die Zukunft sehen. Xato ist sein Name. Er sollte Licht in die Angelegenheit deines rätselhaften Freundes bringen können. In Ordnung, lass uns zu Xato gehen. Gehen wir, Svenja. Auf zum Berg der Vorzeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lass uns schnell zurückgehen. Tangolist, komm. Beeilen wir uns. Ja. Ich schätze, das sollten wir tun. Svenja! Jetzt steh hier nicht so herum. Lass uns nach Hause gehen. Ich komm ja schon. Simsala, ich kenne dich jetzt lange genug. Das war doch noch nicht alles. Du weißt mehr darüber, nicht wahr? Es gibt etwas, was mich beunruhigt. Doch im Augenblick wollen wir davon schweigen. Um ihretwillen. Das klingt nicht gerade positiv. Nee. Am nächsten Morgen. Svenja, guten Morgen. Ich habe mich gestern informiert. Ich habe erfahren, dass der Berg der Vorzeit wohl in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Lass uns zur Riesenschlucht gehen. Huch, was ist? Hör mal. Was ist denn? Ich verstehe nicht. Warum bemühst du dich so? Warum? Wieso fragst du mich das? Tust es für einen anderen. Einen anderen? Sag mal, was bin ich eigentlich für dich? Wir sind doch Freunde, oder nicht, Svenja? Ich will mein Bestes geben, weil ich es für dich tue, Svenja. Och, wie süß. So ist das, aber egal. Lass uns einfach alles tun, was in unserer Macht steht. Wie immer. Er ist echt niedlich. Gut, aber ich gehe mal eben in Schattstadt vorbei. Schattstadt? Zu viel PMD2. Am Pokémon-Platz. Was haben wir denn hier Schönes?
Mehr Belebersamen. Die nehme ich immer gerne. Ich habe keinen Platz mehr. Okay. Aber trotzdem, so ein Belebersamen kann nicht schaden. Ich bin überrascht, dass wir bei Zapdos keinen verbraucht haben. Ein Hoch auf die Paralyse. So, dich kann ich erstmal ablegen. Wir haben 2 Äpfel. Okay. 3, 4, ja. Ach so, dich kann ich ja gar nicht ablegen. Da war ja was. Das wäre alles. Dankeschön. Ich denke, wir können auch direkt zur Riesenschlucht gehen. Noch passt das vom Level her, glaube ich, alles halbwegs gut. Und es gibt später auch noch ein paar Stellen, wo man gut trainieren kann. Wobei eigentlich könnte ich ja mal aber hier vorbeischauen. Auch wenn wir nicht so viel Geld haben. Also wir haben ja doch einige Sachen, die wir kaufen können. Wir können mal den Tiefgrünberg kaufen. Einfach nur für diesen Spruch hier. Kinderdelof, Kinderdelof, Partner sind die besten Freunde. Luffy! Ich finde das so toll, dass er in PMD2 immer noch dieses Luffy hat. Danke, das reicht. Ich wollte nur das eine Mal gekauft haben. Okay, dann. Die beiden Papunga sind übrigens auch mega niedlich. Können wir uns auf den Weg machen zur Riesenschlucht. Vielleicht weiß Xatu ja ein bisschen mehr über unsere Vergangenheit. Dies ist die Riesenschlucht. Der Gipfel wird Berg der Vorzeit genannt. Laut Simsala liegt der Zugang zum Berg der Vorzeit auf E13. Xatu sollte sich dort aufhalten. Svenja, strengen wir uns an. Das ist schon ein bisschen größer als die anderen Dungeons, die wir bislang hatten. Abgesehen jetzt vom Donnerberg, aber der war ja auch in 2 geteilt. Frustration. Nett. Einmal ausrichten und ruckzuckieb. Achso, ich muss dir auch die Attacken wieder einstellen. So. Und dann wollte ich ganz gerne diese genutzte TM mal wegwerfen. Die kann man eh für nichts mehr gebrauchen. Ich mag diesen Ort übrigens sehr gerne. Ich mag das so von den Farben her und mit dem Wasser hier. Ist ganz schön. Irgendwas verfolgt mich da auch. Ich habe keine Ahnung was, aber ich laufe einfach mal weiter, als hätte ich es nicht gesehen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Explosivsamen? Oh, ein Kraftband. Was erhöhte das nochmal? Angriff. Naja, gut. Ich hätte zwar lieber was für den Spezialangriff, aber für Ruckzuckieb und Fassade nehme ich auch das. Warum nicht? Ah, da ist die Treppe. Super. Ich glaube, das Band für den Spezialangriff war schlicht und einfach das Spezialband. Das hätte ich ganz gerne. Jan, tu was. Guck mich nicht so an. Tu was. So eine Aquaknarre oder so. Gut. Du Mesel. Das Schwierige ist einfach so ein bisschen, also finde ich zumindest, dass man, bleib hier, nie genau weiß, wie hoch man vom Level sein müsste. Also in Pokémon, also in den Editionen, finde ich es eigentlich immer recht leicht, das herauszufinden, weil man ja sieht, wie stark die Arenaleiter eigentlich sind. Aber hier finde ich es, wie gesagt, ein bisschen schwierig, weil einfach nicht dran steht, wie hoch die Pokémon vom Level her sind. Dementsprechend kann man einfach immer nur abschätzen und gucken, wie gut man hier durchkommt. Man weiß jedoch nie unbedingt, ob das jetzt Glück gewesen ist oder ob das jetzt vom Level her gepasst hat. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen schwierig. Und manchmal kriegt man dann auch fürchterlich aufs Maul von den Gegnern und denkt sich so, oh, okay. Ah, mal gucken. Das passt schon irgendwie. Noch eine TM. Geheimpower. Okay. Geheimpower wäre natürlich auch besser als Heuler. Bei Hydropie, aber da müsste ich die Link-Attacken trennen. Das kannst du doch bestimmt auch lernen. Was steht denn dabei eigentlich?
Bringe da, fügt dem Gegner je nach Gelände andere Wirkung. Okay. Kann ich das überhaupt durch die Link-Attacken durch? Ja, dann machen wir das jetzt auch mal eben. Damit er einfach ein paar mehr Attacken hat. Das kann ich mal wieder einschalten. Bin mal gespannt, wie Geheimpower so wirkt. So Erdbeben, bam, 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 und dann kriege ich voll auf die Mütze. Ich hoffe nicht. Oh Gott. Ich stelle mich mal hier so hin. Das sah irgendwie interessant aus. Nehmen wir erstmal dich. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, nach welchem Prinzip die Attacken hier eigentlich daneben gehen, weil sie gehen öfters mal daneben. Ah, der Piercing-Schal hat ihn geschützt. Da war ja was. Keine Ahnung, also manchmal verstehe ich auch nicht, warum Attacken, die eigentlich immer treffen müssten, hier daneben gehen, aber gut, das ist Pokémon Mystery Dungeon. Das kann man nicht hinterfragen, das ist einfach so die nicht vorhandene Logik von dem Spiel. Das ist genau, als wenn du Mario Kart 8 spielst, du bist Letzter und alle vor dir kriegen Sterne und du kriegst einen grünen Panzer. Das kannst du nicht hinterfragen, das ist Mario Kart und das hier ist eben Mystery Dungeon. Das kannst du auch nicht hinterfragen. Der Weg war übrigens sehr nützlich. Aber sehr schöne Musik hier drin. Das auf PMD-Musik ist immer schön. Das muss man eigentlich gar nicht extra erwähnen. Das geht gar nicht anders. Es gibt keine schlechte PMD-Musik. Mir fällt zumindest keine ein, spontan. Ich könnte aber auch nicht genau sagen, was meine Lieblings-PMD-Musik ist. Ich glaube, das ist echt immer so, unter anderem zumindest die Abschiedsmusik. Oder so die emotionale Musik allgemein, ist zwar irgendwie traurig, aber das kann PMD besonders gut. Hallo Sinelbeere, die nicht mehr in meinen Beutel passt. Wir können das mal wechseln, ich habe ja schon ein Kraftband. Kann sich irgendwer anderes dran erfreuen. Hier liegen ganz schön viele Steine rum. Aber das muss ja auch mega wehtun, wenn du so einen Georock-Brocken an den Kopf geworfen bekommst. Also ich für meinen Teil würde wahrscheinlich einfach umfallen. Habe ich noch mehr Platz im Beutel? So, die genutzten TMs haben übrigens auch eine andere Farbe. Ich habe keine Ahnung, warum man die nicht einfach verschwinden lassen kann. Schon wieder Folterknecht, das hatten wir doch schon mal. Stachelspore. Kann ich mich bitte bewegen? Es ist auch so eine Sache für sich, dass manchmal TMs, die man nicht haben will und an denen man vorbeiläuft, dass sie auf einmal wieder auftauchen. So als wenn das Spiel dir sagen würde, nimm sie, nimm sie, nimm sie. Das ist manchmal auch ein bisschen anstrengend. Zack. Autsch! Egelsamen. Hör auf damit. Wo ist die Treppe? Da. Igiflor. Also nicht Igiflor, aber das könnte mir ziemlich wehtun. Oder auch nicht. So. Eben ein bisschen heilen. Und dann können wir weitergehen. Das mache ich immer sehr gerne neben der Treppe. Das ist schon recht praktisch. Oder man spawnt einfach direkt bei der Treppe. Das ist auch immer wieder schön. Es gibt echt so Momente, da hast du echt 10 Ebenen innerhalb von einer Minute, weil du immer neben der Treppe spawnst. Und es gibt Momente, da brauchst du alleine 10 Minuten für eine Ebene. Autsch! Mach doch nicht so viel Schaden. So, dann wollen wir nochmal weitergehen. Bisschen was haben wir ja noch vor uns. Ich denke auch nicht, dass wir heute oben ankommen werden. Insbesondere, weil es da auch eine kleine Cutscene gibt oben natürlich. Die würde ich dann ganz gerne in aller Ruhe beim nächsten Mal machen. Aber wir können uns zumindest weitestgehend vorarbeiten. Das ist ja auch schon mal was. Hui.
klar, dass da noch ein Gegner auftaucht. Oh, Nocto, dich kann ich grillen. Oh ja, du bist sogar One-Hit. Dich kann ich mal eben essen. Nom, nom, nom. Huch, wo kommst du her? Dich habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Du lebst sogar noch. Geh weg. So, und weiter. Die Donnerwelle trifft echt verdammt oft einfach mal nicht. Aber gut, sie erfüllt ihren Zweck. Ich kriege mehr Erfahrungspunkte. Und bei Zapdos hat sie, glaube ich, auch ziemlich gut geholfen. Ah, ein Spezialband. Achso, da kann ich gar nicht so wechseln. Nee. So. So wollte ich das haben. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil ich doch arg angeschlagen bin. Aber meinem Glück ist die Treppe jetzt eh ganz am anderen Ende. Aber bis dahin bin ich auch wieder... Nee, doch nicht. Okay, aber bis dahin wäre ich auch wieder regeneriert gewesen. Ich glaube, wenn man wirklich nicht durch die Schritte wieder aufgeladen werden würde, das wäre echt ziemlich böse. Du triffst auch noch von da aus. Fadenschuss ist auch so eine Attacke, die normalerweise überhaupt total sinnlos ist. Also klar, senkt die Initiative, aber ich finde die jetzt in Pokémon-Spielen nicht so mega böse. Aber wenn du hier wirklich langsam bist und nur jede zweite Runde was machen kannst, gut, dass der paralysiert ist, dann hast du doch ein Problem. Genau wie wenn Gegner doppeltes Tempo haben. Doppeltes Tempo ist absolut tödlich. Vor allem, wenn die noch Attacken haben, die Pokémon im ganzen Raum treffen, wie zum Beispiel Erdbeben oder so. Das ist böse. Das ist sehr, 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 sehr böse. Huch. Nimm das. Hundemon ist ganz schön groß. Hui. Hui! Hui! Oh. Hätte ja mal klappen können, ne? Nein. So, Riesenschlucht, E12. Wir kommen aber echt gut voran, muss ich sagen. Und da ist auch schon die nächste Treppe, aber auch noch ganz, ganz viele Gegner. Ich kümmere mich um das Tauros und du nimmst das Hundemon, ne? Halte ich für einen guten Plan. Jaula. Was kannst du sowas von vergessen? Gut. Ich freue mich schon, wenn ich meinen Donnerblitz habe. Dann mache ich noch mehr Schaden. Aua, aua, aua. Nein, geh weg. Okay, alles gut. Nein, um Gottes Willen. Lass mich. Ich will nicht in deine Nähe. Wo kommen diese ganzen Gegner her? Die sind auf der Karte überhaupt nicht eingezeichnet und auf einmal stehen sie vor dir. Unverschämtheit. Die können sich teleportieren. Die haben bestimmt Portal Guns. Ganz bestimmt. So. Okay. Da unten kommt noch jemand. Aber der wird mich nicht mehr erwischen. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt weitergehen und uns mit Xatu treffen, um zu hören, was er so zu sagen hat, mache ich erstmal Schluss für heute. Ja, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Erkundungsteam. Nein, nicht Erkundungsteam, nur Team Rot. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.